Kaffee hat eigentlich mehr als 800 verschiedene Aromen und Geschmäcker, mehr als Tee, und ist ein wundervolles Produkt. Ich bin Kaffeeröster und wir sind bei The Barn Coffee Roasters. Vom Anbau über die Prozessierung, die Entfernung der Kirsche, das Trocknen, dann das Rösten natürlich hier bei uns. Und dann auch die Zubereitung ist sehr, sehr wichtig, und wir kontrollieren eigentlich jeden Punkt in dieser Wertekette. Wir kümmern uns sehr stark um die Farmer, um die Bauern, und behandeln die eigentlich wie Winzer. Social Media ist auch sehr wichtig, glaube ich. Also es wird viel gebloggt und viel gepostet und so, und es ist eigentlich so ein globaler Kult entstanden. Coffee-Liebhaber, Coffee-Nerds in den letzten Ecken Finnlands oder sonst wo bestellen also online und bezahlen dann auch mit Kreditkarte. Wir haben oft sehr lange Schlangen auch und müssen dann natürlich auch zusehen, dass unsere Kassenbearbeitung gut funktioniert. Wir haben schon gemerkt, seit wir Kreditkarten akzeptieren, ist unser Umsatz um 15 bis 20% hochgegangen. Das macht auch Spaß, wenn man nicht darüber reden muss. Wir wollen ja über Kaffee reden und nicht über die Bezahlung. Diese Kaffeekultur auch wieder, das möchten wir zurückbringen, ja? Dass die Kaffeekultur wieder gepflegt wird, man in Ruhe seinen Kaffee trinkt, die Zeitung liest und vielleicht rüberblickt zu der hübschen Dame, die da vorne sitzt, und man flirtet mit jemandem, der im Raum ist und nicht im Internet. Ist das nicht toll?